Die Modelle Crossover und Crossover Lite bestehen aus zwei Rädern, einem Rahmen, zwei Trägern und zwei Gurten. Zuerst die Gurtlasche von unten um die Träger fädeln, dann den Splint demontieren, das Distanzstück demontieren, beide Träger aufstecken, und den Bootswagen auf den Kopf stellen. Das Distanzstück wieder aufstecken, dann das Rad mit der breiteren Felgenseite nach innen aufstecken und den Splint wieder montieren. Splint demontieren, Rad aufstecken, Splint wieder montieren. Nun das Rad und das Distanzstück mit dem Träger ganz nach außen schieben und mit der Schraube fixieren. Rad und Distanzstück mit dem Träger ganz nach außen schieben und fest fixieren. Dann den Bootswagen umdrehen und die Stütze ausklappen. Jetzt den Bootswagen in Fahrtrichtung hinter dem Kajak platzieren. Dann das Kajak auf den Bootswagen heben. Die Gurte fest um das Boot fixieren. Die Stütze einklappen. Und los geht's.